Ja, heute wird es ernst. Juri und Till sind heute hier, weil sie mir das Schweißen beibringen wollen mit dem Roboter. Und du hast mir gesagt, easy arc, in wenigen Schritten komme ich schon zu der ersten Schweißnaht. Du machst das gut, jetzt fährst du etwas nach rechts, dann fährst du nach links und dann fährst du runter und dann schweißt du gut. Schauen wir mal rein. Aber das sieht doch Bombe aus! Das ist ja in was für einer Geschwindigkeit. Also ich sag mal so, der Morgen geht schon gut los. LKW ist gekommen, da ist mein Roboter drin. Ich habe keine Ahnung, ob wir es abgeladen bekommen, weil das Ding ist sau schwer. Das wird ein Abenteuer und ihr seid dabei. Ja, also ich freue mich schon mega. Also das Problem ist, wir haben einen Stapler, der theoretisch für 1600 Kilo ausgelegt ist. Das sind 2 Tonnen, 90.000 Euro. Uralter Stapler, der nichts mehr wert ist. Ich habe aber nichts anderes. Ich bin auf jeden Fall happy, weil die Zelle ist da, Roboter ist da, Stromquelle, Steuerung, alles ist da. Wir müssen jetzt hier Platz machen, soll nach da hinten kommen. Ich muss jetzt ein bisschen hier aufräumen, Platz machen. Gleich kommen die Jungs von OTC. Wir machen heute die Crestanweisung, wie schon davor eingedeutet. Ja. In 3 Stunden kannst du schweißen, dass wir der liebe Tilde gleich alles zeigen. Das sagen die mir schon seit einer Woche so. Ich zweifle nicht dran. Es muss klappen, weil Zeit ist Geld. Ja. Und es muss heute funktionieren. Ich habe schon ein Bauteil vorbereitet, Till. Darf ich dir das zeigen? Ja, gerne. Zeig mir, was du da hast. So, passt mal auf. Ich habe hier schon mal das erste Bauteil. Muss ich dir so vorstellen. Und ich möchte es so haben. Teile hier reinlegen, Klappe zu, drücken, fertig, Teil raus, nächstes rein. Ja, dann werden wir das so machen. Also als erstes müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir das Teil am besten spannen, wie du schon angesprochen hast. Ich sehe schon, du hast schon Sigmund Equipment bereitgelegt, das ist sehr gut. Die ISAG ist mit 16 mm Lochraster ausgestattet. Ja. Das heißt, wir können mit den bekannten Spannmitteln arbeiten. Ja. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir das Bauteil in einer guten Position zum Roboter ausgerichtet bekommen. Ja. Das heißt, in der Regel möglichst mittig vom Tisch, sodass wir mit dem Roboter noch Platz haben, um ums Bauteil herumfahren zu können. Ich sehe schon, Till, du lässt mich alles machen, ne? So funktioniert deine Schulung. Von Anfang an. Ja, du sollst ja lernen. Genau. Jetzt eine Frage. Die Position der Zwinge. Wie gesagt, das kommt jetzt halt darauf an, wo der Roboter entlangfahren soll. Also wenn du sagst, er schweißt hier vorne nicht, kannst du hier vorne gerne spannen. Ja. Wenn du natürlich hier schweißen möchtest, müssen wir uns eine andere Stelle suchen. Okay, das heißt, Zwinge jetzt in dem Sinne. Ich würde sie genau hier vorne setzen, dann kannst du sie auch später beim Entspannen einfach nur lösen und zur Seite schieben. Jetzt würde ich sagen, schalten wir die Anlage mal ein, oder? Hier haben wir einmal die Schweißmaschine stehen. Ja. Und hier steht die Robotersteuerung. Das sind die beiden Komponenten, die immer eingeschaltet werden müssen, wenn man die Anlage hochfahren möchte. Als erstes schalten wir die Robotersteuerung ein und danach die Schweißmaschine. Jetzt müssen wir kurz warten, die Anlage fährt hoch. Und gleich zeigt er uns auf dem Teachbett die Betriebsbereitschaft an. So. Der heilige Gral. Möchte ich dir direkt geben. Jetzt hast du das Programmierhandgerät in der Hand. Auch Teachbox genannt. Mhm. Damit werden sämtliche Operationen am Roboter vorgenommen. Wir haben auch hier auf dem Bildschirm, der hinter dir steht, wird das Ganze, was du gerade im Kleinen siehst, nochmal gespiegelt, dass die Kollegen auch sehen können, was passiert. Ja. Für Schulungen wahrscheinlich für ideal. Schulungen ist ideal, weil ansonsten ist es schwer, auf dem kleinen Bildschirm mit mehreren Leuten was zu sehen. Ja, Deswegen, ich werde auch immer alles überwiegend hier an den Bildschirm erklären. Ja. Du siehst aber immer alles live vor dir auf der Teachbox. Okay. So, dieses Interface erscheint immer, wenn der Roboter hochgefahren wird und auch wenn mit dem Roboter gearbeitet wird. Hier sind dazu einige Informationen gesetzt,
wie zum Beispiel, in welchem Modus sind wir, welches Programm haben wir gerade ausgewählt, wie viele Schritte hat unser Programm, Datum, Uhrzeit natürlich noch und noch einige Softkeys, auf die wir später ein bisschen genauer eingehen. Jetzt können wir mal mit deiner linken Hand, hinten ist ein Totmann-Taster an der Steuerbox, hier ist er, der hat drei Stellungen, losgelassen, Mittelstellung und durchgedrückt. Jetzt gerade ist losgelassen, ja. Die Mittelstellung ist wichtig, die gibt die Bremsen des Roboters frei. Wenn du ihn komplett durchdrückst, ist eine Art Notaus. Der Roboter bleibt stehen. Aha. Das ist quasi, wenn irgendwas passiert, man verkrampft, zieht die Hand durch, bleibt der Roboter stehen. Such jetzt mal bitte die Mittelstellung. Ja. Dieses Geräusch, was erscheint, das ist die Freigabe der Bremsen. Daran kannst du akustisch auch hören, dass die Bremsen offen sind. Ja. Jetzt kannst du den Roboter manuell bewegen. Hier hast du die Tasten X, Y, Z. Das ist das Koordinatensystem, mit dem du den Roboter verfahren kannst. Okay. Drück mal bitte X plus, während du den Totmann-Taster in Mittelstellung hältst. Okay. Alter, das ist so krass, ne? So, X plus, Roboter fährt auf dich zu. Jetzt drück mal bitte X minus. Er fährt zurück. Er fährt zurück. Aha. So, dann probier mal Y und Z noch aus. So, das war's, Till. Du kannst nach Hause fahren. Ich hab's verstanden. Das war jetzt X, Y, Z. Und jetzt schau mal zu deiner Rechten. Da siehst du noch Tasten, da steht R, Z, R, X, R, Y. Ja. So. Probier die Tasten bitte mal aus. Okay. Das ist so geil. Ja, das könnte ich den ganzen Tag so machen. Genau, mit X, Y, Z verschiebst du quasi den gesamten Brenner im Raum. Ja. Und mit diesen drei Tasten, die du gerade ausprobierst, kannst du die Brennerstellung anpassen. Es ist wirklich really easy, ne? Ich übertreibe jetzt nicht, das ist wirklich super einfach. Ja, guck mal. Jetzt muss man im Roboter natürlich noch diese Bewegungen, die man gemacht hat, einteachen, abspeichern. Starten wir mal. Mega. Aber das sieht doch Bombe aus! Das sieht doch mega aus! Ja, diese Schweifer ist für den ersten Schuss wirklich gut. Ja, mal genau. Spritzertechnisch sehe ich da erstmal so gut wie nicht. Brutal. Ey, das ist genauso, wie ich das haben wollte! Siehst du mal. Wie der sich so bewegt, ne? Das ist einfach irre. Es ist tausendmal einfacher, wie man sich das vorstellt. Ja, das ist im Prinzip, das ist nicht schwer. Siehst du, wir waren jetzt auch hier so 10, 15 Minuten unterwegs und haben das komplette Programm geschrieben. Wir haben jetzt hier Zahlen, Schweiß, Startpunkte, Endpunkte, Bewegungspunkte. Die haben wir gerade eben hier reingetrümmert. 48, bis wir am Ende sind. Und weißt du, was das macht? Ja, da sehen wir Zahlen und hier sehen wir gleich das Ergebnis. Es geht los! Ey, wir haben das ja mega gemacht. Jetzt sehen die Nähte super aus. Ja. Das ist ja in was für eine Geschwindigkeit. Ne? Schmeißt du da rein, dann ist das fertig. Geil. Till, vom Ablauf her hat das ja super gepasst. Was ich gut finde, dass wir schon bei dem ersten Versuch die Schweißbahn ziemlich gut getroffen haben. Genau. Ja? Also ich finde, die Schweißbahn sieht top aus. Das war die gepulste Geschichte mit 200 Ampere. Das war die Impulsschweißbahn mit 200 Ampere. Ja. Die hat mir ja der Geschwindigkeit danach noch ein bisschen erhöht. Hat im Ergebnis recht überzeugt. Ja. Natürlich ist das Ganze auch immer ein bisschen Geschmackssache. Stelle ich mir eine gute Naht vor? Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich finde, für zwei Schuss haben wir hier ein sehr gutes Ergebnis erzielt.
Was ich auch noch gut finde, die Steignaht. Da wussten wir auch noch nicht, mit welchem Parameter soll noch. Haben wir uns auch kurz geschlossen. Ja. Du hast die Erfahrung, ich habe die Erfahrung. Boom, hat direkt gepasst. Ne? Beim ersten Mal. Wir bräuchten die Teile noch nicht mehr wegschmeißen. Die kannst du sofort einsetzen. Ne? Genau. Und was noch wichtig ist, theoretisch, hatten wir ja angesprochen, wenn wir das ordentlich spannen, kann der Kollege für uns auch vorher abheften. Kann er auch, natürlich, klar. Ja, wegen Verzug und allem. Genau das. Ne? Alles klar. Der weiß sofort, in welcher Achse ich bin, ne? Naja, du simulierst mit deiner Hand die Achse, in der du möchtest, dass die Drahtspitze verfährt. Also ich muss dir ehrlich sagen, das ist geil. Juri, ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja. Ich bin, okay, ich habe jetzt einen. Ist soweit so gut. Ja. Ich interessiere mich für so ein System. Ja. Ich finde das toll. Ich würde das gerne auch mal ausprobieren. Mhm. Wie kommen die an dich ran oder wie macht man das? Ja, generell erstmal an die e-mail-sales@otc-dein.de. Blenden wir hier ein. Genau. Man kann mich telefonisch erreichen. Also ich bin im Vertrieb zuständig, Kistengeschäfte, so die Isaac, wie die jetzt ist, kann ich verkaufen. Wenn der Kunde einen Wunsch hat, ich brauche keinen Rauchablauf, das kriegen wir auch hin. Wie wir das mal mit dir an der Wand gemacht haben, konzipiert haben. Genau, richtig. Okay. Dann, wenn das bei dem Kunden ist, kriegt der Kunde einen Besuch, dann kriegt er einen Crashkurs, je nachdem welche Schulung. Ja. Das macht ich ja toll so oft. Und super. Dann läuft das. Das heißt, falls dich die Thematik Roboterschweißtechnik interessiert, und du das auch so toll findest wie ich, melde dich einfach bei OTC und da wird dir geholfen. Ich würde sagen, bis demnächst. Bis demnächst.